Stück 4, 5. Ist halt das Ding, ne? Du musst echt. Ich habe hier 4 Kilo versenkt und du musst echt ordentlich was füttern. Ja, ja, da 2 Boilies. Du musst echt eine Menge. Da ist noch ein Boilie. Du musst echt eine Menge füttern, dass du überhaupt was siehst. Die Plätze im Mittelteil des Sees sind nicht angenommen. Bei uns oben in der Ecke und weiter im Norden schon. Also ist die Richtungsanzeige eigentlich klar. Wir brauchen jetzt uns nicht mehr hierhin verziehen, sondern bleiben jetzt noch eine Nacht bei uns. Und wenn da was passiert, dann ist gut. Und wenn nicht, dann gehen wir auf jeden Fall wahrscheinlich Richtung Steg. Das klingt dann nach einem Plan. Ganz easy. Das ist das Mittel der Wahl. Tristan hat sich auch ein paar davon gebunden. Stiffrigs, verhedderungsfrei, relativ weißfischresistent. Gerade die Routen auf die Distanzen wissen wir nicht genau, ob da jetzt eventuell noch der ein oder andere Brasse hängt. Bei Tristan gab es vorhin schon wieder 2 Pieper auf die Route, die über 500 Meter drüben am anderen Ufer liegt. Da will man natürlich nie umsonst raus. Deswegen wird jetzt alles nochmal, zumindest das, was auf Distanz liegt, mit diesen Rigs beködert. Wir haben jetzt ein paar für die Nacht davon gebunden. Die Brassen sind auf jeden Fall aktiv. Der Regen ist, glaube ich, durch. Die letzte Husche ist gerade an uns vorbei. Ab morgen wird das Wetter wesentlich besser. Die Spots haben wir ja heute kontrolliert. Das hat schon seine Erkenntnisse, seine Früchte getragen. Wir haben in diese Richtung tatsächlich so ein bisschen die Tendenz, dass da die Plätze gefressen sind. Da hinten konnten wir alles noch finden an den Enden. Und von daher haben wir einen Backup-Plan für morgen. Wir gehen jetzt in die zweite Nacht an dieser Stelle. Wir haben beschlossen, dieser Stelle und unseren Spots hier nochmal eine Chance zu geben. Und machen das jetzt. Rigs sind fertig. Wir fahren jetzt die Routen. Dann geht es in den Abend. Und wir sind auch ganz schön Knülle, ganz schön viel Wind, ganz schön viel Sonne um die Ohren gekriegt heute. Aber vielleicht wird die Nacht ja kurz und wir fangen ein. Durchgefallen, ne? Junge, Junge. Riesen? Ja. Oh, shit. 26 mm Doppelsinker. Kannst du nicht begreifen, ne? Und das sind richtige Klodeckel. Jupp. Ups. Reingefallen. Ja, das denkt er sich wahrscheinlich auch gerade.
Oh Mann, ey. Wovon noch der Brasen hing. Diesmal kommt Gegenwehr.